Hallo und schön, dass ihr reingeschaltet habt zu einer neuen kleinen Folge von Let's Play Pokémon Go. Und ich hoffe, wir haben heute ein bisschen mehr Glück mit den Pokéstops als gestern, beziehungsweise in der letzten Folge, wo gar nichts ging. Und ich hoffe auch, dass das Spiel überhaupt nicht reinlässt. Vorhin ging es noch, denn ich habe mal ein bisschen was vorgearbeitet. Ich habe heute Dreamy erfolgreich in die Arena stecken können. Das heißt, im Klartext, ich konnte heute die Arena unterstützen. War natürlich sehr schön. Und das Schöne ist, wir gehen jetzt mal zum Shop. Wenn man eine Arena unterstützt, hat man hier oben das Icon, dieses Schildsymbol und da kann man drauf drücken. Und theoretisch. Genau. Wir haben ein Pokémon zugewiesen. Das heißt, wir kriegen 500 Sternstaub, was sehr cool ist. Und vor allem 20 Pokémünzen. Und ja, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Diesmal wird es eine kleinere Folge werden als im letzten Part. Ist aber nicht sonderlich schlimm. Ich gucke mir mal die Arena kurz an, die dort vorne vor uns liegt. Passiert nichts. Sehr schön. Oder doch? Oh, das können wir schaffen. Blitzer nicht, aber Tauboga könnten wir erlegen. Aber dieses Blitzer macht mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, man hat bessere Karten, wenn man irgendwie ein Pokémon hat, was einen Wert von über 1000 hat. Naja, auch gut. Aber mal gucken. Ich habe mir gestern noch ein Evoli fangen können in meiner Wohnung, lustigerweise. Und dieses Evoli hatte 200 Punkte quasi, also einen Wert von 200 und fand ich eigentlich schon ganz gut. Und ich muss sowieso fleißig noch Evoli-Bonbons sammeln. Und mein Bruder schafft es schon wieder. Gott, jedes Mal. Jedes Mal. Naja, auch gut. Wir steuern mal weiter den Pokestop an und dann unseren Lieblings-Pokestop und naja, mal sehen. Vielleicht treffen wir ja auch noch ein kleines Pokémon zwischenzeitlich. Eins. Eins würde mir schon reichen. Und mir würde es auch gefallen, wenn die Pokestops nicht wieder rumglitschen würden. Das ist wirklich eine ziemlich ärgerliche Geschichte. So. Wir sind gleich da. Am Pokestop. Und ja. Jetzt können wir einhamstern. Falls es funktioniert. Und das sieht ganz vielversprechend aus. Yay. Ein Trank, 3 Pokebälle. Sehr schön. Ich hatte vorhin noch offscreen einen Pokestop besucht. Da habe ich sogar 5 Bälle bekommen. Es ist sehr witzig, wenn man in der Straßenbahn sitzt und dann quasi, wenn man schnell genug ist, auch die Pokestops besuchen kann. Ist ganz praktisch. Oder auch nicht. Wenn die rumglitschen, hat man schlechte Karten. Naja. Nichtsdestotrotz, ich glaube fast, dass ich sogar andere Spieler gerade auf der anderen Straßenseite sehe. Aber gut. Ich tue einfach so, als wenn ich sie nicht sehe. Und wir laufen zu dem anderen Pokestop. Aber es sieht schon fast so danach aus. Nur steuern sie anscheinend den Pokestop an, den ich gerade quasi besucht habe. Warum nicht? Was soll's? Okay. Ich könnte ja mal ganz kurz auch schauen, was die Eier eigentlich machen, die ich habe.
So, wir haben hier Eier. So. Gut, das eine wird nicht schlüpfen. Das andere auch nicht. Also heute wird es definitiv nicht schlüpfen. Keins von den Eiern. Na, mal sehen. Aber wir nähern uns jetzt der Arena, wo wir aber nicht kämpfen werden. Oder eher ich. Aber wir nähern uns dem letzten Pokestop. Und wir werden wahrscheinlich kein einziges Pokémon finden und fangen. Und ja, ich hätte so gerne eins gefangen. Ein kleines Pokémon. Aber nein, die meinen ja alle, sich verstecken zu wollen, wenn ich aufnehme. Finde ich ein bisschen doof. Naja, gut. Was soll's. Es gibt Schlimmeres. Gut. Dann gehe ich mal weiter Richtung Pokestop. Und vor allem muss ich jetzt vorsichtig sein. Sind wir schon mal? Aber, oh, ich glaube, es ist eine Ratte. Also haben wir doch ein Pokémon gefunden. Selbst wenn es wieder eine Ratte ist. Dieser Wert. Tut mir leid. Aber es lohnt sich nicht. Und da vorne ist ein Zubat. Da gucke ich auch bloß, ob es kein Shiny ist, falls es doch das geben sollte. Aber auch das ist normal. Gut. Das heißt, wir steuern wirklich bloß den Pokestop an. Und dann ist Schluss für heute mit dem kleinen, aber feinen Part. So. Jetzt sind wir eigentlich schon fast da. Gut. Und? Glitscht es diesmal rum? Ja, es glitscht rum. Oh nein, es geht. Und wir haben 4 Pokebälle. Sehr schön. Wie dem auch sei, ich danke, dass ihr reingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part wieder ein. Könnte ein bisschen schwierig sein für, also nächste Woche für mich, aber am Dienstag wird bestimmt mal was Kleines kommen, denke ich. Und naja, wir werden sehen. Und das ist auch bloß ein Rattfratz. Na gut, wir sind umgeben von Ratten. Seht ihr das? Egal. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne kommentieren, meinen Kanal abonnieren oder ein Däumchen da lassen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.